jetzt gerade mal erklären, wie diese Übung hier auf der Aerobic-Nudel funktioniert. Da geht es auch ums Balancieren, da geht es auch darum, dass man sich praktisch passiv bewegt. Man liegt da drauf, hat den Kopf auf einem Turbo-Ball in gleicher Höhe wie die Wirbelsäule liegt und nimmt dann einen Fuß auf ein Knie und löst dann langsam den Arm von der Matte ab und balanciert das Ganze so weit wie es geht aus. So, man liegt da eigentlich nur, man muss darauf achten, dass man schön tief weiteratmet. Setzt auch zwischendurch ab. Genau. Kann den Fuß dann nochmal wechseln. So, wollen wir dann noch einmal zu den grünen Equi-Ex kommen. So wie die jetzt liegen, kniet man drauf im Vierfüßlerstand, kann aber auch genauso gut dann mal wie beim Voltigieren die Fahne mal machen. Die Fahne, dass man über die Diagonale abhebt, da sind wir wieder bei dem Cross-Koordinativen. Und balanciert es noch aus. Und man sieht auch, das ist gar nicht ganz so einfach. So, dann wechselt man auch mal die Diagonale. Ja, und gar nicht so lange halten, immer wieder mal absetzen. Richtig. Ja, dann macht man das doch mal. Und hat dann noch die Möglichkeit, als Steigerung, wer damit schon gut zurechtkommt, sich mit dem Ellenbogen, mit dem Knie unter dem Bauch zu treffen und dann wieder abzusetzen. Wer sich so sicher fühlt. Ja, aus der Streckung raus, ne? Aus der Streckung raus, also aus der Fahne raus, dann mit dem Ellenbogen, mit dem Knie unter dem Bauch treffen. So, dabei macht man den Rücken rund. Das Cross-Koordinative, das über Kreuzverschlingung, wäre noch deutlich sichtbarer. Die Verkürzung, die wir auch wir Menschen haben in der seitlichen Rumpfmuskulatur, kommt natürlich dann auch noch ein bisschen deutlicher zum Vorschein. So, immer wieder mal absetzen, Moment ausruhen und dann erst die nächste Diagonale nehmen. So, hier auf den Pads sind wir gar nicht so weit weg vom Boden. Das sind Spezialpads extra mit Falte, das heißt, man rutscht da nicht so schnell drauf ab. Liegen auch gut in der Reithalle, weil wir haben ja die Dinge auch immer in der Reithalle mit. Und da muss man ja verhindern, dass wenn Sand an den Füßen ist, derjenige, der auf den Pads draufsteht oder drauf springt und auf einem Bein steht oder was auch immer, nicht abrutscht. So, das ist der Zweifußstand, auch mit Kniebeugung. Man kann natürlich genauso gut mal, ja, wir sagen mal der Mischtritt der Katzen, dass man da mal so ein bisschen drauf läuft auf dem Pad, ohne die Füße wirklich richtig abzuheben. So, genau. Jetzt also natürlich immer gucken, dass man die Mitte erwischt. So, jetzt müssen wir einmal hier ein Feedback haben für die Rollung. Man muss sich ordentlich konzentrieren. Konzentrieren oder auch versuchen loszulassen? Mehr konzentrieren. Okay. Die tiefen Muskeln anzuspannen. Ja, die tiefen Muskeln werden ja auch damit gefordert. Ne? Gut, wenn einer mag, kann er gerne hier mal die Rolle ausprobieren. So, jetzt sind wir hier bei dem Malimus auf der rechten Seite. Ihr seid bei den Uhrzeiten, Claudia, oder was macht ihr? Beim Gleichgewicht, okay. Gleichgewicht halten, jawohl. Ja, man kann sich dazu auch ruhig an den Händen halten, ist vielleicht etwas einfacher erstmal. Ja, da reagiert relativ schnell die Scheibe. Das ist immer wieder. Dann hat man auch einen Lieblingsfuß, ne, der unten ist, einen Lieblingsfuß, der oben ist. Ja.
Wichtig ist, dass entweder ein Geländer in der Nähe ist, wo man sich eben mal festhalten kann, oder ein schützender Arm oder eine schützende Hand. Und interessant ist wieder hier drüben die Arbeit mit den Franklin-Bällen. Hier sehen wir jetzt eine Dame, die die orangenen Bällen direkt unter den Achseln hat. Soll die Brustmuskeln entspannen. Und die Elastibänder, die man sowohl um die Schultern und den Brustkorb spannen kann, wie wir dann, denke ich mal, sicher auch noch sehen oder hier bei Astrid schon sehen, weil wir die auch ums Becken und die Unterschenkel zum Fuß führen. Die Elastibänder, wenn die unten rumgelegt werden, sind mehr zur Stärkung, zur Kräftigung der Muskulatur. Oben rum soll es die Aufrichtung verbessern und eine feinere Fügung zum Pferdemaul soll entstehen. Seid ihr jetzt schon die ganze Zeit auf den Pads oder wart ihr zwischendurch auch schon mal auf dem Boden wieder? Sie kam vom Ei. Okay. Darf ich Sie mal fragen, wie sich das anfühlt jetzt? Fühlt sich jetzt eher seltsam an. Probier doch mal. Also, man ist ja schon so dran gewöhnt, dass es eigentlich das Normale nicht mehr normal ist. Ich komme gerade erst an hier. Sie fängt erst an, genau, gut. Was habt ihr denn für ein Gefühl, wie weit ihr weg seid vom Boden? Ohne hinzugucken. Richtig. Gut, man kann die auch verschieden stark aufblasen. Ne? Mal. Ja. Aber so sind, glaube ich, sind sie am angenehmsten. So, was haben wir hier für ein Gefühl auf dem Eck? Auf dem Ball? Also am Anfang relativ instabil, aber es wird. Es wird, das ist gut. Und der Stand jetzt mit den Füßen auf dem Boden wieder? Ja, so ein bisschen geerdeter. Ein bisschen ist ja schon mal gut, ne? Jawohl. Gut, vielen Dank. So, jetzt haben wir hier nochmal ein Feedback zum Ballimo. Ah, der Ballimo an sich ist sehr gut. Ist schwierig. Vor allem mit dem Gleichgewicht. Haben Sie es jetzt im Prinzip leichter vorgestellt? Ja, gerade das Gleichgewicht halten, ja. Das mit der Bewegung an sich kenne ich. Das finde ich sehr angenehm. Ja. Dankeschön. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier drüben jemanden haben, der mal noch ein Feedback geben kann zu den Franklin-Bällen. Kannst du noch mal ein Feedback geben zu den Herrschaften, die auf den Franklin-Bällen gesessen haben? Moment, einfach das Mikro mal ganz dicht dranhalten. Also ich hatte jetzt das Gefühl, dass die Seite viel besser durchblutet ist, viel Arm auch rein. Und dass man einfach natürlich auch lockerer ist, wo man dann durch diese Übung mit dem Berg. Das war jetzt für mich. Habe ich gut gemerkt, den Unterschied, muss ich echt sagen. Also ist es dann eher für Sie positiv und angenehm? Okay, danke. Haben wir noch einen, der von den Bändern weggekommen ist? So, wir üben weiter. Noch kann aufgesessen werden, um die Franklin-Bälle mal zu testen. Genau. So, da sehen wir jetzt hier ganz deutlich auf den Pads diesen Milchstritt, ne, den man gar nicht so weit weggeht mit den Füßen, sondern einfach nur mal den Druck verändert. Mal auf dem rechten Fuß, mal auf den linken.
und dann haben wir ja hier oben die Rolle noch frei. Vielleicht möchte Petra die mal ausprobieren. Die Rolle. Hier oben, bitte. Einfach mal hier hochkrabbeln erstmal. So, und dann ist da hinten so eine große graue Wurst. Die nimmst du mal der Länge nach unter den Rücken. Der Länge nach, das ist quer. Ja, das ist die andere Länge. Und dann haben wir hier, ja, so dass du da drauf liegst. Popo hoch und drauf, genau. Und hier hinten hast du einen Ball. Der kommt unter den Kopf. So, also erstmal nur ein bisschen ausbalancieren. Mal so ein bisschen reinfühlen. Und dann einmal die Beine anstellen. Beide. Genau. Und dann kannst du mal einen Fuß auf ein Knie legen. Richtig aufs Knie drauflegen. Den Knöchel. So, und jetzt wird es interessant, weil jetzt kannst du mal mit den Armen vom Boden ein bisschen abheben. Jetzt beginnt der Körper zu arbeiten, wie man deutlich sieht. Also es sieht sehr einfach aus und tut gut und ist bequem, aber ist doch sehr fordernd. Und man kann dann natürlich auch die gegenüberliegende Diagonale dann mal ausprobieren. Mal wieder auf die Atmung achten, gleichmäßiges, tiefes Atmen. So, dann wieder ab. Die Seite ist viel schwerer, sagt sie. Ja, da kann man wirklich süchtig werden und man gibt dann keine Ruhe, bis man so ein bisschen das Gleichgewicht da gefunden hat. Ja, genau, wir sagen dann Bescheid, wenn die Tore zugemacht werden hier, genau. Ja, guck mal, ob er den Ball auch wirklich mittig unter dem Kopf hast, der liegt mir ein bisschen weit rechts. Ja, gerade die Ehrgeizigen, die geben dann keine Ruhe. Kannst du mal ein Handzeichen oder ein Rufzeichen geben, wenn du die Mitte gefunden hast, dann erstmal. Nur Geduld. So, auch das ist eine schöne Übung auf dem Mic, sich einfach drüber zu legen. Und noch schöner ist es, wenn einer zwei Bälle hat und den Rücken dann mal ein bisschen massieren kann. Genau, da vorne gibt es ja Bälle. Ja, grüne oder blaue sind groß. Ja, die blauen. So, jetzt kommen wieder die Belohnungen für die Anstrengungen. Wie ist es denn leichter auf den Pads, wenn die Knie durchgedrückt sind oder wenn die Knie ein bisschen lockerer sind? Einfach mal ausprobieren, beides. Neige dazu, die Knie durchzudrücken, schon vom Kind an. Aber ich glaube, also für mich stabiler ist für mich mit durchgedrückten Knien. Oder? Einfach mal ausprobieren. Petra, bleibst mal eben hier und kannst mal berichten, wie jetzt dein Rücken sich anfühlt. Viel besser, aber ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist. Und ich hätte auch nie gedacht, dass zwischen dem Wechsel der Beine so ein Unterschied ist. Ja, können wir gerne ausprobieren. Dann wollen wir da mal wieder hingehen. Jetzt brauchen wir den blauen Ball wieder. So, der ist für den unter den Kopf zu legen.
So, und die Rolle kommt direkt der Länge nach hinter den Rücken. Muss aber noch weiter rumgehen. Am besten noch mal runter, ganz runter gehen und dann an der Seite drauf rollen. Ja. Das ist schon mal gemütlich, höre ich da gerade, und ist auch sehr angenehm. Ne? Gibt so eine kleine Massage. Und jetzt legen wir mal einen Knöchel auf das andere Knie. Lass das ein bisschen fallen hier, ganz locker. Mund ein bisschen offen halten. Weiter atmen. So, und dann können wir mal langsam mit den Armen von der Matte weggehen. Stehe ich hier, genau. Extra. Gar nicht zwingen, ne, die Arme wechseln, nur so ein bisschen anheben. So, genau, und dann wieder absetzen. Muss auch nicht ganz an einem Stück sein. Jetzt wieder. Genau. Auf die Atmung achten. Dann einfach mit den Beinen wechseln. Weil man ja immer erstmal seine Lieblingsseite hat, ne? Also schließt sich das gar nicht aus. Ja, bei der Anerkennung schon.